Aber wenn man sich hier das hier mal anschaut, die Entwickler haben hier schon wunderbare Arbeit geleistet, um eine richtig schöne Atmosphäre zu schaffen, auch wenn es halt immer mal wieder so ein paar kleine unschöne Gereimtheiten gibt, wie zum Beispiel mal springende Kameras oder ähnliche Schirchreihen. Aber alles in allem ist es halt ein sehr schön schlüssiges Spiel. Und vor allem, ich hoffe, das kommt auch so während des Let's Plays rüber. Die Atmosphäre, die geschaffen wird, die ist schon relativ genial. Das hält viele aktuelle Titel in dieser Form nicht so recht schaffen. Deshalb Drakensang in seiner Zeit ja auch sehr hoch gelobt wurde. Da unten, da sind schon dann die nächsten Gegner. Dann sollte ich am besten hier erstmal weiter die Umgebung durchforsten. Sind auch nur Drachenkultisten. Das an sich das bin ich. dürfte es gar nicht mal so haarig werden. Aber ich spreche ja trotzdem mal zwischen. Sprich, Freund. Sturm über Wasser. Sturm über Wassern. Ich versuche mein Bestes. Bei meiner Axt. So, die Buben, die sind auch ausgeschaltet. Und wieder zwischenspeichern. Wir wissen ja schließlich nicht, ob nicht gleich, wenn wir hier die Burg betreten, vielleicht doch noch direkt Endgegnerkampf erfolgt, nachdem wir ja mit dem falschen Davanya abgerechnet haben.
Spann sie an. Alles leer und ruhig. Schnell, wir huschen wie die Schatten durch die Gänge, erledigen unseren Auftrag und verschwinden, bevor sie etwas merken. Ja. Tja, Feigling. Wenn ich das alles nur höre. Habt ihr etwa Angst vor diesen Kuttenträgern? Sala Agrinda. Das wirkt irgendwie wie eine schwarze Messe. Na klar. Deceptio. Ja. Vorbeischleichen. Mal sehen, was da im Nebenraum auf uns wartet. Okay, wir sind hier gerade jetzt in einer ja. Schönen kleinen Gemetzelszene. Ein Schwert, ein Bohr. Folgt mir. Argwart. Komm schon. Mandaya io Wanda. Okay. War vielleicht nicht ganz so subtil, wie man es ganz gerne hätte, aber. Ja. Naja. Gibt Schlimmeres. Lass das mal Vorgriff machen. Hi. Folgt ihr mir? Ja. Na klar. Mach ich. Folgt mir.
Nein! Ja. Aufgepasst. Ja. Mach ich. So, mal schauen, was wir vielleicht ein bisschen kompakter lagern können. Sprich, Freund. Wir noch einen Brief. Ich versuche mein Bestes. Lesen wir mal kurz den Brief. Das ist ein kleines Stück lang, also an der Stelle mal einen Cut.